ausgemacht für das Zusammenziehen von dort 5 Minuten und ich wette darauf, dass nicht. Ja, das ist der Mann, der in charge ist, ladies and gentlemen. Ich erwarte nichts weiter als die nächste Bewerbung für den Kampf des Abends. Okan Dikici! Wow, der Support hier für den Lokalkämpfer Okan Dikici ist ja wirklich überwältigend. Ja, das obwohl er eigentlich aus Dortmund ist, also und Dortmund und Düsseldorf sich doch sehr gerne so ein bisschen reiben. Aber wahrscheinlich so eine kleine Hassliebe. Kilogramm, das ist nicht gerade eine Gewichtsklasse, wo man weiß, dass es da zimperlich zugegen geht. Ja, ist auch beiden anzusehen, wobei Kennedy Yomba schon ein bisschen bulliger, ein bisschen kräftiger wirkt. Aber insgesamt, da wird es jetzt, glaube ich, da wird es krachen. Ja, wirkt sehr athletisch, sehr muskulös, aber das hat nicht immer unbedingt was zu sagen. Oh, aber schöne Kopfbewegung, steht sehr weit vorne. Bereit zu explodieren. Schön. Oh. Und gutes Boxen hier. Ich wollte gerade sagen, hat auch die zwei, drei Schläge von Dikici gleich ausgependelt. Setzt da jetzt nach. Oh, drei Haken hier, drei rechte Haken. Und Dikici hat es sehr schwer hier, Kennedy zu treffen. Der kommt hier die ganze Zeit nach vorne. Schöne Kopfbewegung. Wow. Ruder geht da nach. Starkes Boxen, das wäre an der Pratze. Oh, da frage ich mich jetzt, wann er denn explodiert, dieser Kennedy. Stark, sehr gut. Also wow. Nur noch das beste Boxen, was ich hier bisher gesehen habe bei Wheel of MMA. Was für Druck der hier macht auch. Und Okan Dikici ist da richtig planlos. Eingeschüchtert auch. Ja, ja, planlos. Der hält die Doppeldeckung hoch, klar, schützt sich damit. Kennedy macht sehr guten Druck. Hat bis jetzt noch keine eigene große Aktion gezeigt. Er ist hier sehr in die Defensive gedrückt. Aber dass er nicht auf die Idee kommt, mal ein Knie zu bringen oder mal in den Clinch zu gehen. Da muss er so ein bisschen adjustieren. Das ist 1 Minute 20 hier im Kampf. Ah, ja. Jetzt kommt mal ein Kick. Oh, schön hier zur Leber gezogen. Der war drin. Dann noch einer drin. Boah, der macht hier gerade, was er will, der Kennedy. Also bisher ein reiner Boxkampf, könnte man fast sagen. Ja. Mit Spuren von Kickboxen. Dikici macht hier fast gar nichts. Immer hier der doppelte Aufwärtshaken. Und wenn der da mal etwas explosiver zuschlägt, dann war es das schon. Dann war es das für Dikici. Oh, jetzt das Knie. Jetzt versucht er das Knie zu bringen. Dikici ist komplett eingeschüchtert. Ich sehe keine Konteraktion. Keine offensive Aktion hier. Der steht nur da und nimmt die Treffer. Knie. Wow, für den Support, den er hier hat, muss er aber mehr bringen hier. Muss er aber mehr bringen. Oh. Da hat er schon, glaube ich, auch eine kleine Platzwunde so oben an der Stirn. Da läuft ein bisschen Blut. Ah, jetzt war wieder die Linke, war wieder durch. Es ist auch kaum zu schaffen, dass er dort trotz Doppeldeckung sich da alles vom Leib hält. Oh. Jetzt endlich mal. Oh, aber das wird eine 10-8 Runde, wenn das hier so weiterläuft. Wenn das überhaupt weiterläuft. Was wird das hier? Was wird das hier? Der steht in der Doppeldeckung und nimmt hier, also ich meine, er wird jetzt nicht hart am Kinn getroffen, aber nimmt die ganze Zeit, auch wenn man gegen die Deckung getroffen wird hier im MMA. Was ist hier der Plan? Müde schlagen lassen? Ja, da muss er aber noch eine ganze Weile stillhalten, der gute Dikici. Das wird gleich abgebrochen. Das wird gleich abgebrochen. Ja, der hat schon das wird abgebrochen. Die Aufforderung kam schon für Aktionen. Das und war's. Jetzt, das ist vorbei. Wow. Respekt an Kennedy. Das war richtig stark. Ein herausgeboxter Sieg beim MMA. Für Kennedy Rayomba aus Köln-Korweiler. Jetzt behaupten wir einfach mal die Flagge, die er vorhin reingetragen hat. Das ist die Stadtteilflagge von Köln-Korweiler. So. So einfach machen wir es das jetzt hier, die Nummer. Und er hat sich nicht einfach gemacht, aber er hatte eine ganz, ja, ganz einfache, klare, schnelle Strategie, boxend zum Ziel, zum Sieg zu kommen. Und jetzt, boah, da sieht man mal, dass auch so ein harter Junge mal ganz weich werden kann. Dem kommen hier die Tränen. Ja. Man weiß ja immer nie, was vorher gewesen ist, ne? Aber Wahnsinn, also Okan Dikici hat hier akzeptiert. Aber warum er da auch nicht versucht hat, wenigstens mal wegzukommen, er war auch die ganze Zeit mit dem Rücken hinten am Zaun dran. Die ganze Zeit davor gestanden, nur die Schläge genommen. Wow.
Also was anderes kommt man da fast nicht machen. Also es sah wirklich, also nicht nur wie eine Deklassierung aus, es sah aus, als ob Okan gar nicht da gewesen wäre irgendwie. Als ob er auch gar nicht den Willen gehabt hätte. Ich denke mal, die Konteraktion oder die offensive Aktion von Okan konnte man an ein oder zwei Händen machen. Da waren zwei Schläge und einmal der Kick zum Kopf. Und mehr war nicht. Wow, herzlichen Glückwunsch. Also eine so dominante Vorstellung habe ich bei Wheel of MMA, glaube ich, noch